Tja, würde man sagen, der Tag war schon aufregend genug. Da kann er sich ruhig. Oh, geil! Er chillt sich da voll durch die U-Bahn, da mit dem Anzug auch noch. Da sind die Leute gar nicht ansprechen. Aber er einfach mit dem Handy. Tja. Kann ja eigentlich eh nichts so Großartiges passieren, wenn der jetzt heimgeht. Naja, sagen wir niemals nie. Also bei dir kann immer irgendwas passieren. Selbst wenn er heimkommt. Irgendwas mit der Miete, ja. Verdammt. Ja, das sollte man, glaube ich, reparieren. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Uh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ach, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem. Ey, nehmen wir mal an. Kann ich verzichten. Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann nicht so schwer sein. Nehmen wir mal an, Stick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Ich nehme mal an, es wird hoffentlich kein Eddie Brock sein, weil... Vor schon mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Ich hoffe es mal, dass es nicht Eddie Brock ist. Aber geil, wenn es wäre. Aber was macht der bei dem Container? Der tut dort nicht ab. Und... Reinspaziert, reinspaziert. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Genau. Vielleicht komme ich anders rein. Durch Stüber. Tja, vielleicht gibt's ja. Oh, hi. Ja, weiß. Hallöchen, wie geht's so? Alles klar. Da haben wir anscheinend was. Und dann hereinspaziert. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Genau. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Es ist ja vielleicht so, wir werden es ja vielleicht unseres. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Hey, es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, so weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie! Es müssten einige Laster sein. Ja, nein, mein Zeug ist nicht hier. Oh Mann. Muss irgendwo ein anderer Laster sein. Ah, da. Ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Ah, oh, cool. Keine Spur von meinem Müll, aber. Was für ein interessanter Geruch. Eddie, meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Oh. Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Ja, definitiv. Ja, wir sollten uns definitiv beeilen. Sonst wird das nichts mehr. Oh, mit der Musik immer so. Dass da so richtig so mit der Musik sogar gespielt wird, die das Tempo und so. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Und oh, sieht nach Ärger aus. Oh shit. Oh!
Hi, wie geht's denn so? Also, dass die eigentlich in den Müll stehen wollen. Wahnsinn. Und lass nicht immer mehr den Müll in Ruhe. Das ist ja nicht nur mehr normal hier. Bro. Wie wär's damit? Ich glaube, jetzt darf ich dich ein bisschen schlagen. Oh. Okay. Oh, guckst dich draußen. Süß. Hi, Bro. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Na dann, schau da mal. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Und hier weg. Muss er sein. Und weg. Und ja. Weg. Bitte sei hier. Bitte sei hier. Ja. Das ist bei der Maske. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Oh. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Netzbombe, nice. Es reicht, wenn du in dem verdeckten Modus bist. Geschafft. Oder so. Da, ideal. Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh, hi. Oh. Ja, für Spider-Man. Hallo? Was glauben die, wer ich bin? Das ist ja Wahnsinn. Natürlich bin ich Spider-Man. Und... Wow. Nicht schlecht. Ah, wir heben uns die Leiste mal auf. Und... Tschüss. Deine ist doch da, den holen wir sich mal schnell und tschüss. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ja, das war's, Leute. Der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte das bei MJ versuchen. Wow. Würde ich eigentlich nicht tun, also... Jetzt ist es gerade das Verhältnis eigentlich relativ gut zwischen den beiden. Okay. Ich werde jetzt zur Tante gehen. Überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen. Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute na... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Echt lahm. Das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Ja, definitiv. Mach das, mach das. Wir sind nur Freunde. Ein neuer Anzug muss her. Definitiv. Wir nehmen das Effekt von Blend oder Betäubung. Bitte, das passt dann auch. Haben so circa dann sowas in der Richtung, dann, dass man sich da auch ein bisschen was mitnimmt. Na gut, dann ist nichts merkwürdig oder so. Das. Es ist nur ein Sofa. Eine Benachrichtigung. Veröffentlicht. Mhm. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Sprachnachricht für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Wenn du kannst. Oh oh. Die Stimme kenne ich doch. Oh mein Gott, geil! Sie ist ja quasi eh schon fürs erste DLC angekündigt worden. Ich will jetzt nicht Achtung, zu viel verraten. Ich verliere sie! Upsi. Ich nehme auch mit und dich da vorne. Das ist wirklich dreist. Hi! Und tschüss. Oh, jetzt wird spektakulär. Ah, das ist ein Wettern, aber wir haben's. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Oder den letzten fünf. Dann kommen wir zur Adresse.